Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen für die frisch neu Angereisten. Ich denke, einige sind sogar noch unterwegs. Einige haben schon auch abgesagt heute früh, weil sie wieder umkehren mussten. Ganz kurz möchte ich erzählen von mir persönlich. Also ich merke, wenn ich hier bin, wenn ich herfahre, ich komme in Prozess, ich bin im Prozess, ich gehe in den nächsten Prozess, ich verschnaufe zwischendurch kurz, wir sind alle immer im Prozess. Und der Prozess, den ich hier immer wieder habe, ist wirklich eine ganz tiefe Herzöffnung, die mich nicht schlafen lässt, was mich nicht stört. Ich habe viele Seminare besucht in meinem Leben, ich leite selber Seminare und ich finde es faszinierend, wie das hier so mehr nebenbei stattfindet, ohne dass das wirklich fokussiert im Raum steht. Das finde ich ganz toll. Ganz toll finde ich auch, dass wir gestern 13 Regionalgruppenleitungen haben, die sich jetzt gründen, die sich bilden. Ganz toll finde ich, dass wir für mich mal wieder so eine Bewusstseinstransformation hatten mit unserem eigenen Mangelthema. Hier, wie wird das energetisch auch getragen, was hier von den Menschen geleistet wird. Ganz, ganz vielen Dank an euch alle, was da für Feedback gekommen ist, dass da für Unterstützung gekommen ist in Form von, ja, ich habe hier wirklich was, ich mache, ich übernehme das, die Organisation fürs Sommerfest. Ja, hier, ich bin, guck mich an, hier hast du meine Adresse, ich helfe dir bei den E-Mails. Also wir merken, es ist ganz wichtig für uns die persönliche Begegnung mit den Menschen, die uns unterstützen wollen, die sich einbringen wollen. Und auch einfach Ideen hier, guck mal, da könnt ihr so und so was machen, das könnte ein bisschen Energie und Geld generieren. Da bin ich ganz, ganz dankbar für. Und zur Einstimmung gebe ich jetzt ab an Stefan. Okay, dann wollen wir uns hier ein bisschen besinnen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die Augen schließen. Und spür mal den Klang in dir. Und was er mit dir und deinem Atem macht. Stell dir vor, dass der Klang wie eine Wäsche ist. Eine innere Waschmaschine. Der dich unterstützt, all deine Spannungen abzuleiten. Zu entlassen. Zieh vielleicht auch nach innen und guck mal deine eigene Unbeschwertheit, wie sie in dir tanzt.
Erinnere dich mal an alle Situationen in deinem Leben, wo du unbeschwert durchs Leben gesprungen, gehüpft, getanzt bist. Und lass dieses Gefühl wieder in dir lebendig werden. Du kannst dich ausrichten darauf, dass das wieder ein Alltagsgefühl ist. Und du kannst dir sicher sein, dass es, wenn es nicht da ist, dass es irgendein Thema gibt, warum es nicht da ist. Das kannst du dir angucken. Und auch lösen. Ganz vielen Dank, Yoga, der gleich noch zwei Worte dazu sagen möchte. Vorher habe ich noch mitzuteilen, ich möchte mich dafür entschuldigen, fürs Zeitmanagement gestern, was vielleicht einigen Müttern mit Kindern abends ein paar Probleme bereitet hat. Wir üben. Und ich möchte mich bedanken, ganz persönlich bei dem Team, was ich kennenlernen durfte und wo ich bei jedem Treffen und jeder Begegnung, die wir persönlich haben, immer wieder ganz deutlich merken, das, was hier die Basis ist, ist wirklich die große, große Liebe, die zwischen unseren Herzen fließt, die hier in dem Orga-Team vorhanden ist. Ganz vielen Dank. Ja, guten Morgen. Ich möchte mich auch bei euch allen bedanken, beim Orga-Team, dass ich jetzt über die Tage die Möglichkeit gehabt habe, für euch zu spielen. Ja, und ich muss dann leider in der Mittagspause dann meine Instrumente wieder einpacken. Und wenn einfach noch jemand Fragen hat, kann dann noch gerne zu mir kommen. Ja, vielen Dank. Damit gebe ich ab an euch beiden. Super. Christoph Fasching. Ja, genau. Wir haben leider Christoph Fasching nicht herbekommen können. Der konnte nicht. Aber wir haben eine Videobotschaft von ihm. Die können wir gleich abspielen. Und dann haben wir Vorträge von... Also wir haben Marion Probst hier. Ist das richtig? Friedhelm Berger über Landwirtschaft. Pestizidfrei. Und Anke Plehn. Ist noch jemand dazugekommen? Oder? Konstantin Kirsch haben wir... Christian Dayananda noch mal kurz und ja. Hinrich Jakob. Gut, da haben wir noch ein paar schöne, interessante Vorträge auf alle Fälle. Also die Bereiche Spiritualität und Bewusstsein und Tiere und Landwirtschaft sind heute dran. Eigentlich ist Spiritualität ja das übergreifende Thema, also auch
Landwirtschaft. Als roter Faden quasi. So, genau, ja. Denn es gehört in alle Bereiche hinein, dass man sich bewusst macht. Es fängt immer erstmal alles mit einer Idee an, mit einem Gedanken. Und wenn man rein auf der materialistischen Ebene bleibt, dann erzeugt man sich halt die Probleme, die wir heute überall haben. Das heißt, wir müssen mit Geistigkeit, mit Ganzheitlichkeit an alle Bereiche rangehen. Gerade in der Landwirtschaft und mit den Tieren ist das heute sehr im Argen. Wobei vielleicht deutlich ist, dass das nur funktioniert, wenn auf der anderen Seite die Naturwissenschaft trotzdem zu ihrem Recht kommt. Das sollte auch klar sein. Ist ja nicht, dass die physische Ebene dann weg ist, die ist natürlich ganz physisch, die spüren wir ja jederzeit. Und da können wir viele Dinge richtig und viele, viele Dinge falsch machen. Und deswegen ist das wirkliche Expertenwissen in den Bereichen auch unendlich wertvoll. Das ist auch einfach nochmal. Die wissenschaftliche Forschung, die entdeckt ja gerade über die Quantenphysik und so weiter all die Dinge, die vorher esoterischer Schwachsinn gewesen wären, weil sie scheinbar wissenschaftlich nicht belegbar sind, aber inzwischen entdecken die, dass sich Gedanken auswirken auf Experimente und so weiter. Das ist erforscht und wird immer mehr erforscht. Das heißt, auch da findet ja ein Paradigmenwechsel statt in der Wissenschaft, aber es ist noch nicht überall angekommen. Ja. Ja. Wir machen eine halbe Stunde früher Mittagessen heute. Heute ist Mittagessen um 12.30 Uhr. Und bis dahin ziehen wir das jetzt durch. Wie gesagt, wir fangen mit dem Christoph an, der sehr bedauert, dass er nicht kommen konnte. Ich habe mit ihm lang telefoniert und wir spielen eine Videobotschaft, die hat er zu Hause aufgenommen. Es ist also für jemand, der im TV-Bereich tätig ist, ein nicht ganz so doller Ton, weil es halt keine richtige gute Anlage, sondern eben über Skype im Prinzip aufgenommen wurde. Aber es geht um den Inhalt und ihr werdet das dann schon sehen. Mats ab!